Boah, lief noch gar nicht. Man sollte filmen, nur dann, wenn die Kamera auch eingeschaltet ist. Jetzt heißt es nämlich gleich eine Runde Swift bei bestem Sommerwetter. Warum? Gleich dazu mehr. Das mit dem Video finde ich schon ziemlich, ziemlich witzig. Warum mache ich das jetzt? Bei der jetzt anstehenden Swift-Session. Warum Swift? Der ist schon kurz vor 5 und bis ich jetzt fertig bin, aus der Stadt raus bin und sonst irgendwas. Es ist einfach total stressfrei, sich in der Wohnung einfach auf die Rolle zu setzen und da einen abzuradeln. Und dann, wenn man fertig ist, einfach runterkippt, ist fertig. Sofa, Bett. Fertig. Was ist da los? Klingt nach Nostrum. Ja, hier ist auch alles. Oh, dieser Autofokus, ich glaube, das muss ich anders machen. Ja. Da. Hier blinkt nichts. Aha. Ja, du stehst hier auch doof. Wir gehen dahin. Ferngesteuerte Lüfter, 1A Erfindung. Allerdings, mein Freund, pustest du in die falsche Richtung. Ein bisschen zu tief. Ja. Na gut, entweder lass ich so oder ich steig ab. Wer was gesagt? Die Musik ist so laut. Hä? Ich fahre heute kein spezielles Programm, einfach nur drauf los. Ich mache ab und zu mal so eine Woche zum Hirnfreikriegen ohne Vorgabe. Entlastend, ruhig und so, wie man gerade Bock hat. Und diese Woche war mal wieder bitter nötig. Und ich glaube, ich habe jetzt Bock auf einen Berg. Das heißt, ich rade hier ganz ballante den Epic-Kong hoch. Ich glaube, es ist ein guter Plan und ich muss die Ventilatoren wieder anmachen. Wir werden echt warm hier in der Kluft. Woran merkt man, dass man locker fährt? Man könnte singen, macht es aber nicht, weil bei der Stimme einfach das Internet explodieren würde. Darum lieber so oder so.
aber ich habe keinen Bock mehr. Genug für heute. Geschwitzt. So, was haben wir denn hier erledigt? Ja, eine Stunde 17, einfach nur ein bisschen rumgerollt. Ist jetzt nicht unbedingt Training, aber immerhin bewegt. Speichern. Auch hier Herz Swift. Wo ist der Cursor? Cursor, komm, wo bist du? Da. Ich glaube, ich muss es weiter weghalten. Ja, alles mega entspannt hier. Durchschnittspuls 133. Rekom. Und Durchschnittswatt? Wo steht denn das? Wo steht denn das? 212. So. Easy peasy. Das Jersey für den Epicom. Ich glaube, mit der Zeit einfach nur, weil sind vier Leute hochgefahren. Und ein bisschen reintreten, nicht wirklich dolle, bis dann plötzlich oben. So, was macht man hier? So, ein Foto aussuchen? Nein, du wirst das Foto. Du wirst nicht hinzugefügt. Und hier den Grafen weg. Was müssen wir dem Ganzen noch einen Titel geben? Wir nennen es Joyride. Speichern. Boah, fertig. Ja, das fühlt so genial an, eine Rolle fahren. Kannst, egal wie stressig oder sonst was ist, einfach drauf hüpfen, wenn das Ding fertig ist. Du musst dich nicht jetzt groß umziehen, Sachen fertig machen, gucken, dass du irgendwie aus der Stadt rauskommst. Dann hältst dich einfach raus, radelst ein bisschen noch runter, einfach nur so zum Runterkommen vielleicht auch. Und hast halt nicht den Stress, irgendwie Verkehr oder sonst irgendwas. Ampeln, welche Route wähle ich? In letzter Zeit hätte ich einfach zu sehr irgendwie von Autos auf den Korn genommen. Aufs Korn genommen. Die Kumpels wollen dann einfach immer umnieten. Das sind echt, das war so krass dabei, die. Ne. Also wäre es ein Cabrio, hätte ich auch von meinem Rad absteigen und einfach mal reinspringen können und Beifahrer sein können. So dicht und dann halt auch bei manchen siehst du es halt auch mit voller Absicht. Die fahren an dir vorbei mit 10 cm Abstand, gucken rüber, machen den hier und ziehen noch so ein bisschen. Oder auch denkst, alter Penner, ey. Ja, Kennzeichen habe ich noch im Kopf. Na gut, ich muss erstmal duschen. Jo, das war eine kleine, gemütliche, entspannte Runde Swift. Ja, was kann man groß erzählen? Eine Stunde 17 einfach so ein bisschen rumgeradelt. Das Jersey war, glaube ich, eher auch echt so eine Glücksnummer, weil einfach keiner unterwegs war. Ja, ansonsten ist nicht viel zu erwähnen, aber das ist im Prinzip auch die Message des Videos. Es muss nicht immer so das ultra krasse Training sein. Es ist halt so, diese entlastenden und ruhigen Tage sind halt total wichtig. Das ist so das Fundament von allem. Und die eigentliche Message ist, so ein Tag komplett ohne Vorgaben ist, finde ich auch total okay. Wenn du nicht so ein vorgefertigtes Training hast, das und das musst du erledigen, sondern einfach mal sagen, okay, hey, fahr, wie du Bock hast. Das kannst du an ruhigen Tagen, kann man aber auch mal bei einem harten Tag einbauen. Das kann so verschiedene Effekte haben. Einfach mal zu gucken, okay, fahr hart und guck, was bei rauskommt. Fahr wirklich locker und guck, was bei rauskommt. Oder einfach mal die Rübe frisch zu halten. Nicht, tu das und jenes, dem und dem Bereich so und so viele Minuten, wo so alles komplett durchgetaktet ist. Ich meine, es ist geil, das bringt einen echt weiter. Aber manchmal einfach nur so, um den Spaß an der ganzen Sache nicht zu verlieren. Einfach da rumfahren, du siehst einen, du fährst mit dem mit oder sonst irgendwie solche Sachen. Und ja, setz Fun, ne? Also, sowas auch mal machen. Und was ihr auch mal machen könnt, falls das gefallen hat, dann hier den Daumen nach oben drücken. Gerne reinschreiben, was euch so gefällt, was euch so interessiert, dann kann man da vielleicht was machen. Das könnte jetzt eine Warnung sein, dass ich das sowas vielleicht nochmal mache. Ich finde es echt interessant, kann sich so ein bisschen kreativ ausleben oder nicht. Auf jeden Fall kann man blöd vor sich herlabern. Ne, so blöd ist es ja gar nicht. Naja, also dann viel Spaß. Tschüss.